Herzlich willkommen in Phantasiana. It's magic. Es geht erst zurück, oh mein Gott! Flatterflug und ab der Zug! Und hoch die Hände! Mein Name ist Sarah Grabler, ich bin Geschäftsführerin vom Phantasiana Erlebnispark in Strosswald. Sarah, wie lange hat das jetzt gedauert, bis dieser Achterthemenbereich in eurem Freizeitpark fertiggestellt wurde? Ja, also die Bauphase war fast ein Jahr. Die Planungen davor waren auch fast ein Jahr. Ich würde sagen, alles zusammen 2 Jahre, bis wir jetzt da sind, wo wir gerade stehen. Wie kam dir auf die Idee überhaupt? Diesen achten Themenbereich. Okay, also der Grundgedanke war, dass wir wussten, wir möchten eine weitere Achterbahn bauen. Wir haben uns dann überlegt, welches Theming würde gut passen. Es gab mehrere Standorte. Schlussendlich haben wir dann aber Gott sei Dank endlich Grund erwerben können. Und dann war uns klar, okay, wir wollen ganz ein neues Theming machen. Und bei intensiven Gesprächen im Unternehmen haben wir uns dann dazu entschieden, ein magisches Dorf zu errichten. Was ist das Besondere an der neuen Achterbahn? Das Besondere an dieser Achterbahn von Art Engineering ist, dass es eine Katapult-Achterbahn ist. Das heißt, wir fahren 2 Runden und man wird 5-mal beschleunigt. Also es gibt 5 Lounges auf der Strecke. Die Musik, gut, es ist ja kein Geheimnis mehr, ist von Imascore. Mhm. Wie seid ihr auf Imascore gekommen? Weil es einfach ein bekannter Name ist oder gab es für euch auch noch Alternativen?
Nein, also definitiv Alternativen gab es nicht, weil wir einfach ein langes freundschaftliches Verhältnis schon zu Immerscore haben. Wir haben schon viele Projekte mit ihnen umgesetzt und auch bei diesem Projekt stand außer Frage, dass wir wieder mit Immerscore zusammenarbeiten werden. Auf was dürfen sich denn die Besucher in den nächsten Jahren freuen? Ist denn da schon was geplant? Darf man da schon was verraten oder hüllt ihr euch noch ein bisschen im Schweigen? Wird es wieder magisch? Also wir werden den magischen Bereich höchstwahrscheinlich erweitern. Es wird eine neue zusätzliche Attraktion geben, aber so viel kann ich verraten. Es wird vielleicht möglich sein, bald im Phantasianer nächtigen zu können. Das ist schon mal sehr schön. Alles klar, dann wünschen wir noch einen schönen Abend und vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen im Phantasianer. Danke, Mario. Mein Name ist Tanja Kreher. Ich bin hier in diesem schönen Schloss Walchen die Bürgermeisterin. Unser Phantasianer ist das Highlight von Schloss Walchen. Wir sind sehr gerne in diesem Phantasianer, in diesem Freizeitpark. Ab und an gibt es Schwierigkeiten bei den Genehmigungen, weil unser Bauamt natürlich solche Genehmigungen nicht gewohnt ist, wie Attraktionen zu bewilligen. Aber wir haben sehr viel Spaß und wir probieren alles gern aus. Phantasianer ist ein Familienbetrieb und wir sind froh, dass wir ihn haben. Wie lange hat jetzt die Genehmigungsphase für das Phantasianer, für diesen Themenbereich gedauert? Das Phantasianer ist immer sehr knapp dran mit den Bewilligungen, mit den Genehmigungen. Und wir müssen sagen, es dauert eigentlich immer relativ kurz, weil wir sehr dahinter sind, diesen Betrieb zu unterstützen. Also wir gehen dann immer von 3-4 Monaten aus, bis die Bewilligung abgeschlossen ist. Und wie haben Sie jetzt den Abend erlebt? Sind Sie glücklich, dass jetzt alles reibungslos über die Bühne gegangen ist, dass Phantasianer jetzt den 8. Themenbereich eröffnen kann? Phantasianer hat 8 geniale Themenbereiche. Ich bin froh, diesen kennengelernt zu haben und werde am Wochenende mit meiner Tochter gleich wieder herkommen. Dann herzlichen Dank. Wisst ihr, wen ich da habe? Wer hier im Phantasianer noch ist? Das ist Immerscore. Hallo. Hallihallo. Hallo ihr zwei. Sagt doch mal, was sucht ihr eigentlich hier? Wir haben gehört, dass eine Bahn hier aufmacht und haben gedacht, dann fahren wir mal vorbei und gucken. Aha. Und hören vielleicht auch mal ein bisschen. So und lasst mich raten, also ihr seid wie 99% der anderen Projekte im Phantasianer, sogar 100% der Projekte im Phantasianer, wieder mit der Musik beauftragt worden, oder? Korrekt, also wir sind, das ist das dritte Großprojekt im Phantasianer, wo man auf Immerscore gesetzt hat, möchte ich sagen. Nicht nur mit Musik, auch mit Sounds, die werden momentan noch programmiert. Aber wir haben hier den Soundtrack gemacht für den ganzen Themenbereich plus Station-Soundtrack plus Sounds, die auch noch bald kommen werden während der Fahrt. Diverse Sounds, man fährt dann durch eine Hütte, dann kommen also Crash-Sounds. Der Zug wird dann nochmal gestartet in der Hütte, dann kommt nochmal ein Abschuss-Sound. So, also all diese Geschichten, ja. Jetzt erzählt mal, wie lange dauert denn das, so ein Soundtrack zu entwickeln? Für das magische Dorf zum Beispiel. Also das war tatsächlich etwas länger. Also dieses Thema, was wir auch gerade per Zufall im Hintergrund hören, kam dann doch relativ spontan, weil wir bekommen immer eine Vorgabe vom Park, so stellen wir uns vor. Da habe ich dieses Thema entwickelt und dann war mir klar, okay, pass auf, wir können uns kein echtes Orchester leisten, aber wir holen uns die einzelnen Musiker dazu. Das heißt also, die ganzen Solo-Violin-Parts ist ein echter Geiger aus Los Angeles, der das eingespielt hat. Das ist eines der Besonderheiten dieser Musikschleife. Auch die Trompete hat einer eingespielt. Ist also keine aus der Konserve, wie man es vielleicht sonst kennt, sondern wirklich extra dafür aufgenommen worden. Und viele andere Instrumente auch noch. Und wie lange der? Achso, genau, die Frage, ja, genau, also die Frage war drumherum. Das war eine richtige politische Antwort. Ja. Also wir bekamen Bilder vom Modell, da war hier noch gar nichts. Da war hier wirklich eine Wiese und also eine Schlammwüste, sag ich mal. Da hat man die Fundamente ausgegraben und es war wirklich immer so ein Stück, aber ja. Schwierig zu sagen, so ein Vierteljahr sitzt man schon dran, bis man auch wirklich alles beisammen hat. Vor allen Dingen die Schwierigkeit hierbei war es, wir haben echte Musiker dabei, sondern nicht alles digital, sondern da musst du die Noten rauslassen, da muss der Musiker drüber gucken, ist das überhaupt spielbar, weil digital kannst du ja doch alles machen, was möglich ist, aber wenn es ein echter Musiker machen muss, musst du doch mal das berücksichtigen, dass du nicht die komplette
Notenrange machen kannst, wo vielleicht eine Geige kommt gar nicht so hoch, wie du es digital machen könntest. Aber ja, ich würde schon sagen, über ein Vierteljahr definitiv. Bis alles, auch gerade mit den ganzen Sounds, die jetzt noch kommen. Es war sehr lange, aber im Endeffekt, Gott sei Dank, rechtzeitig fertig geworden, sage ich mal. Das ist bei solchen Projekten nie so hundertprozentig sicher. Aber ein Vierteljahr ist ja eigentlich schon relativ kurz, oder? Für so ein Projekt. Ja, kann man schon sagen. Also, es ist eigentlich. Also, ich kenne von euch Projekte, die dauern länger. Richtig, also. So Kinofilme, so, Musik, ja, und sowas, ne? Also. Es kommt vor, so, es kommt vor, dass wir tatsächlich. Wir sagen immer so, okay, dann sind wir schon ein Jahr dran. Aber es ist bei uns schwer zu sagen, dass wir ein Jahr lang daran arbeiten, weil wir immer wieder Pausen haben. Weil einfach immer wieder auch. Dann ist im Park auch eine Pause. Dann werden andere Projekte gemacht. Das heißt, am Stück kann man nie sagen, man arbeitet wirklich jetzt die ganze Zeit daran. Wir wechseln dann immer wieder zu anderen Projekten. Von daher ist ein Vierteljahr in dem Sinne natürlich nicht lang, aber wenn man das so auf die Tage rechnet und wirklich die einzelnen Tage, die nur an der Musik für dieses Projekt jetzt gearbeitet werden, ist das schon so unser Standard, würde ich sagen. Und vor allem, was das Phantasiana, der Park hier, Erlebnispark Schwarzwaldchen hier gebaut hat, ist schon für einen Park dieser Größenordnung für uns extrem beachtlich. Wir haben angefangen mit Marmivator, haben dann den Flyrosaurus gemacht, haben die Eingangsmusik gemacht. Und das war für uns schon wirklich sehr aufwendig, aber das ist wirklich das für diesen Park das größte Projekt, weil wir hier wirklich einen Themenbereich haben, eine Achterbahn haben und die Größenordnung für einen Park dieser Größenordnung einfach für uns auch einfach was Neues ist, weil wir kennen das einfach, dass das Parks machen, die größer sind und dementsprechend man auch hier etwas mehr Minuten hat, als sonst ein Park dieser Größenordnung buchen würde. Und deswegen waren wir auch mit sehr viel Herzblut dabei und wir sind froh, das jetzt hier alles so zu sehen, zu hören und sind auch wirklich positiv überrascht über die Bahn und über die Fahrt, weil wir erst so dachten, ja, so ein Family Coaster, aber der hat schon ordentlich Tempo drauf und macht mega viel Spaß. Also ich war auch skeptisch, ne, wo ich dann, bevor ich hierher kam, war ganz so, okay, ja, und dann bist du in der Bahn und denkst du so, oh, Jesus Christ, was ist das, ey? Korrekt. Und dann noch in der Dunkelheit, das war ja ideal, ne? Das war ja echt ideal. Ja, genau. Also von dem ich her. War hier auch mit dem Kollegen noch, als die Bahn konnte noch nicht viel, sie konnte in der Station ein bisschen zurück und vorfahren. Das war das Letzte, wo ich das in, hier vor Ort gesehen habe. Der Rest war nur wirklich über nur Dateien hingeschickt. Natürlich auch immer noch, muss man sagen, durch die Corona-Krise auch für uns quasi als Firma immer schwierig, weil wir eben nicht so einfach nach Österreich konnten in der Bauphase des Parks. Deswegen sehr viel über Telefonate, über E-Mails. Deswegen heute auch für uns die richtige Premiere, das überhaupt mal zu sehen, wie die Bahn fährt und auch wie die Musik wirkt vor Ort. Und wir sind, denke ich mal, positiv überrascht. Absolut, ja. Das kennt man von Phantasiana. Wir haben, wie schon vorhin, der wird mal Marivata gemacht, Flyrosaurus. Aber jetzt haben wir so einen, innerhalb dieser kurzen Zeit nach Flyrosaurus, dass die so schnell nochmal so einen Bereich hier dazu gebaut haben. Das ist größten Respekt. Absolut. Ja, also für jeden Freizeitpark-Fan einfach. Wenn man mal in Österreich ist oder an der Grenze, ist es gar nicht so weit von Deutschland, nein, sehr grenznah tatsächlich, gerne mal hier vorbeischauen, weil das ist ein Park nochmal der besonderen Sorte und sehr, sehr viel Liebe zum Detail und herzlich zu empfehlen. Na dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ebenso, danke.